Als Sohn eines Winkeladvokaten namens Buonaparte wurde Napoleon am 15. August 1769 in Ajaccio auf Korsika geboren. Bataillonskommandeur Buonaparte. Er spielt den General. Sehen Sie, da oben. Mit der Arroganz der erfahrenen Fachleute beobachteten die alten Generale den jungen Hauptmann, der hier den neuen Besen spielen wollte. Was habt ihr aus dem glorreichen Frankreich gemacht? Ich verließ es in Frieden und Einigkeit. Jetzt herrscht Kampf und Zwietracht, wäre ich. So kann es nicht weitergehen. Mit ein paar Kanonenschüssen machte Napoleon dem Chaos der französischen Revolution für immer ein Ende. Ich liebe den Kaiser! 1812 kommt es zum grauenvollen Russlandfeldzug. Zuerst ging alles glänzend. Mit einer 600.000 Mann starken Armee, dem bisher größten Heer der Weltgeschichte, drang er tief nach Russland hinein. Über endlose Ebenen unter glühender Sonne ging es auf Moskau zu. Eine Garde einsetzen! Russland wurde sein Verhängnis. Der Rückzug durch die endlosen Eiswüsten, durch Schneesturm und Frost, kostete dem Kaiser seine einst so siegreiche Armee. Napoleon erlitt das Schicksal aller Diktatoren. Großer Aufstieg, herrliche Zeiten, Größenwahn, grandioser Sturz und Selbstmord.